Guten Morgen! Viele von uns sind in ihrem Job unzufrieden. Und heute geht es darum, zu erkennen, warum man das ist und zwei Möglichkeiten aufzuzeigen, diesen Kreislauf der Unzufriedenheit in seinem Beruf zu unterbrechen. Generell, der Fakt ist Unzufriedenheit. Das ist da und das steht in der Mitte. Unzufriedenheit, wo viele ihr großes Problem sehen. Sie sind unzufrieden im Job. Und die Frage ist jetzt, der Job, also der Beruf, wie stellt sich der in dem gesamten System dar? Weil es hilft immer etwas ganzheitlicher an, so eine Grundproblematik heranzugehen und nicht nur die Unzufriedenheit als solches zu sehen. Also wir müssen das System sehen. Die Unzufriedenheit ist also im Job und sie, ich sage mal, ist das Gegenteil von Zufriedenheit. Zufriedenheit, das ist das, was wir alle anstreben, dass wir in unserer Tätigkeit, die wir ausführen, zufrieden sind. Hier wollen wir hin. Und ja, ich habe das System angesprochen. Heutzutage fühlt sich der ein oder andere und das zu Recht als Sklave des Systems. Das ist also ein Gefühl, was einige von uns haben. Und die Frage ist, naja, so ein Gefühl, wenn wir uns ehrlich fragen, wenn wir häufig unseren Gefühlen vertrauen oder wenn wir ein Gefühl haben und es sich viel später als richtig herausstellt, ob wir nicht diesem Gefühl, dass wir ein Sklave sind, auch mal etwas Beachtung schenken sollten und unseren Verstand dafür einsetzen, das so ein bisschen in Relation im System zu sehen. Es war doch gar nicht so lange her, wenn man die Menschheitsgeschichte betrachtet, da gab es die Feudalzeit, da gab es den Leibeigenen und da gab es den Feudalherren, der den Leibeigenen oder den Sklaven beherrscht hat und ja, über ihn verfügen konnte. Heutzutage haben wir die Feudalherrschaft abgeschafft. Es gibt keine Sklaven mehr, Sklaverei ist abgeschafft. Aber ist das wirklich so? Oder ist die Sklaverei einfach nur ein bisschen suggestiver geworden? Das ist die große Frage und das ist auch das, wo ich in meinem Gefühl eine Antwort gefunden habe. Und ich sage ganz eindeutig, ja, die Sklaverei, die ist noch existent. Woher kommt denn überhaupt die Sklaverei und warum existiert Sklaverei, Feudalherrschaft oder was auch immer? Und da müssen wir uns mal angucken, ja, wie der Mensch so gestrickt ist. Der Mensch seit Jahrtausenden von Jahren, zumindest das, was wir jetzt überblicken können in der Geschichte, strebt nach Macht. Das ist unbestreitbar, dass das Streben nach Macht von den Menschen, das eigentlich nie nicht existent war. Das Machtstreben hat Kriege ausgelöst, das Machtstreben war eigentlich immer für alle problematischen Sachen in unserer Menschheitsgeschichte die Grundlage. Und ja, Menschen streben nach Macht, Menschen streben danach, nicht der Sklave zu sein, sondern der Herr zu sein. Ich schreibe das einfach mal so plakativ hin, Herr und Sklave. Ihr könnt für Sklave und Herr ganz andere Begriffe nutzen. Ihr könnt hier hinschreiben Feudalherr und hier könnt ihr hinschreiben der Leibeigene. Ihr könnt hier hinschreiben der Arbeitgeber und hier könnt ihr hinschreiben der Arbeitnehmer. Weil häufig ist es genau so, der Arbeitgeber setzt die Regeln fest und es gibt ganz wenig, was der Sklave oder der Arbeitnehmer tun kann, im Sinne von Gewerkschaften und so weiter, um wirklich Einfluss auf diese Beziehung zwischen Herr und Sklave zu nehmen. Das heißt, der Mensch strebt nach Macht und er strebt danach, ein Herr zu sein. Und dieses, um das zu bewerkstelligen hier alles, ist ein was sehr, sehr von Nutzen und das ist die Intelligenz. Intelligenz. So, und wer über Intelligenz verfügt, hat gute Chancen ein Herr zu werden, weil mit Intelligenz kann man eine Ausbildung, kann man eine Selbstständigkeit anstreben, man kann sehr viel machen, man kann politisch aktiv werden, man weiß immer, wie man seinen Arsch an die Wand kriegt. Das heißt, Intelligenz führt oft dazu, dass man Herr wird über den Sklaven. Aber heutzutage ist es so, dass mir nicht einfach sagen, du bist mein Sklave, weil da würde die Gewerkschaft kommen oder ja, wenn man das vielleicht zu einer Frau sagt, die Gleichstellungsbeauftragte, das geht heutzutage nicht. Sondern heute ist die Macht oder die Ausübung der Macht auf den Sklaven sehr suggestiv.
Und für das Suggestive braucht es natürlich die Intelligenz. Das heißt, die Intelligenz kommt immer wieder, dass die, die Herr sind, oft die intelligenteren Menschen sind. Und wenn ihr euch als Sklave fühlt, könnte man sagen, okay, ihr seid dumm. Aber das seid ihr nicht, weil das Ding hier, suggestiv. Es ist nicht einfach zu erkennen, dass ihr Sklave seid. Und dazu dient unter anderem dieses Video. Wie passiert das? Wie werdet ihr, der eigentlich intelligent ist, in der Hoffnung, ihr seid es, aber wenn ihr diesen Kanal abonniert habt, habt ihr gute Chancen, intelligent zu sein. Warum seid ihr trotzdem Sklave, obwohl ihr intelligent seid? Wenn die Zeit gekommen ist, wo ihr Herr über euch selber werden wollt, wenn ihr raus aus der Sklavenrolle wollt, in unserer heutigen Zeit, und ihr habt nicht genügend finanzielle Mittel, um nicht in erster Instanz auch in das soziale System zu fallen, sprich Arbeitslosengeld 2. Arbeitslosengeld 1 ist eine Versicherungsleistung, aber Arbeitslosengeld 2 ist eine Gemeinschaftsleistung. Und da kommt eben die suggestive Beeinflussung. Seid kein Schmarotzer. Du wirst nicht zum Harzer. Oder andersrum aus der Sicht des Sklaven. Ich will nicht zum Harzer werden. Ich will nicht die Gemeinschaftskasse belasten. Und genau das ist das, was die suggestive Machtbeeinflussung ausmacht. Der Mensch an sich, der Sklave, will Sklave bleiben. Er möchte nicht heraus aus der Sklavenrolle, weil er sich dann in den Bereich des Schmarotzertums wähnt, weil dieses Konstrukt erschaffen wurde von den Herren. Und das ist genau das, was die Sklaverei heutzutage ausmacht. Es ist nicht, es sind keine Ketten mehr, es ist nicht mehr die Peitsche, sondern es ist das Einreden von ethisch-moralischen Standards, die gelten, die ihr einfach übernehmt. Genauso wie der Fleischkonsum ja auch immer noch der ethisch-moralische Standard ist, ist unser gutes Recht, Fleisch zu essen, ist es eben auch so ein Standard, das macht, man soll nicht der Gemeinschaft auf der Tasche liegen. Dass aber dieses Konstrukt in unserem Land glücklicherweise noch das Potenzial hergibt, sollte der Sklave dankbar annehmen. Und der Sklave, und da möchte ich zum Beispiel auch mal einen Ansatz geben, um diesen Glaubenssatz auch ein bisschen aufzulösen bzw. zu relativieren. Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass jemand, der sich selbstständig neu orientieren will, der Herr werden möchte oder der sich beruflich umorientieren möchte und dabei einfach ein paar Monate auf der Suche ist, um etwas Neues zu finden, oder derjenige, der sich eben so aufgerieben hat in seinen Job, so unzufrieden ist, dass er erstmal runterkommen will und sich erstmal heilen möchte, bevor er sich einem neuen Job widmet, dass zum Beispiel der Fleischkonsum vollkommen in Ordnung ist. Dass es in Ordnung ist, Tiere zu töten, dass es in Ordnung ist, Tiere zu quälen und dass es in Ordnung ist, Tiere zu essen. So. Und damit muss dieser Mensch ja auch leben, dass dieser Mensch Tiere verspeist. Und wenn ihr diesen Ansatz habt, dass unsere Gemeinschaft, unser Gesellschaftsvertrag für jeden ein paar Vorteile hat und für jeden ein paar Nachteile, für jeden ein paar Dinge, die er schlucken muss, dann relativiert sich genau diese Situation, diese suggestive Beeinflussung durch den Herren in Bezug auf Schmarotzer. Ja? Dann könnt ihr sagen für euch, ja, ich muss dafür auch einiges ertragen. Ich muss die Stumpfheit und die Dummheit der Gesellschaft ertragen, wenn es darum geht, dass andere fühlende Lebewesen, dass diese gequält werden. Warum soll derjenige auch nicht ertragen, dass ich auch mal eine Zeit lang aus der Gemeinschaftskasse ausnehme, um mich neu aufzubauen? Also das hilft, wenn ihr nicht schon intrinsisch darüber hinwegsehen könnt und erkennen könnt, dass das einfach nur eine suggestive Beeinflussung ist und dass das einfach nur ein Konstrukt ist, einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt, dass ihr ein schlechter Mensch seid, wenn ihr temporär ins ALG 2 fallt. Das ist ein Gedankenkonstrukt und davon müsst ihr euch lösen. Das sind die Ketten der Sklaverei von heute. Suggestive Beeinflussung durch die Machthabenden. Die Machthabenden wollen natürlich, dass sie genug Sklaven haben, um dass der Arbeitgeber immer reicher wird. Weil die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Weil hier der Arbeitnehmer immer mehr Geld verdient, während der Sklave, und die Sklaverei hat noch einen anderen Punkt, da komme ich gleich noch dazu, während der Sklave einfach immer noch auf einem Level bleibt. Und ein weiteres Instrument der Sklaverei neben dieser Ethik, neben dieser gesellschaftlichen Verantwortung, nenne ich das einfach mal, oder machen wir es wirklich mal kürzer hier von der Tafel, Ethik, das ist ein Instrument, gibt es noch das Instrument des Konsums. Der Sklave wird immer dazu angehalten, mehr zu konsumieren. Der Herr investiert in Marketing, um seine Produkte zu verkaufen, und
Der Sklave soll, dem soll eingeredet werden, er bräuchte viel, viel mehr, sodass er das Geld, was er hier verdient, wieder verkonsumiert und dann wieder gezwungen ist, in diesen Kreislauf zurückzugehen und wieder zum Herrn zu kommen und zu sagen, ich muss bei dir arbeiten, um Geld zu bekommen, um wieder zu konsumieren. Merkt ihr, wie das System, wie suggestiv das ist und wie perfide eigentlich? Dass wir selber als Sklave denken, boah, Konsum tut uns gut, wir kaufen uns was, wir machen uns glücklich. Was wir machen, wir geben uns einfach in das System der Sklaverei, in der Sklaverei dieses Jahrtausends. Und das muss euch bewusst sein. Und dann kommen wir zu dem Punkt hier, Intelligenz. Wenn ihr das erkannt habt, könnt ihr das ganz einfach umsetzen. Ihr könnt euch lösen vom Konsum und ihr könnt euch lösen von dieser Ethik, von dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Ja? Dann habt ihr es geschafft. Und dann könnt ihr entscheiden. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr könnt selbstständig werden. Andererseits, ihr könnt euch einfach einen neuen Job suchen. Aber ihr müsst nicht ewig in dieser Sklaverei bleiben. Ihr könnt selber entscheiden, was ihr tun wollt und auch zu welchen Konditionen. Und wenn ihr nämlich in einem Job aufgeht, zufrieden seid, dann entspricht das eurer Natur. Dann ist das keine Sklaverei mehr. Und dann könnt ihr tatsächlich auch Arbeitnehmer sein, ohne Sklave zu sein. Aber viele sind Arbeitnehmer, weil sie Geld verdienen müssen. Und das ist die Sklaverei. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video so ein wenig mal dieses System aufzeigen und euch bewusst machen, dass ihr mit eurer Intelligenz, über die ihr verfügt, euch wunderbar aus der Sklaverei befreien könnt und damit eben auch die Unzufriedenheit auflösen könnt und ihr eben keine Diskrepanz mehr schaffen könnt, sondern einen Weg zur Zufriedenheit. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg zur Zufriedenheit in eurer beruflichen Tätigkeit und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Christian.